der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mein neues Video anschaust. Wie du sehen kannst, bin ich wieder hier in unserem Winter Wonderland in Cuxhaven an der Nordseeküste unterwegs. Und da nehme ich dich jetzt mal mit. Wir wollen mal einen etwas anderen Weg gehen und dann kommen wir dann zum Schluss wieder zum Schloss Ritzebüttel und gehen da ein bisschen durch den Schlosspark. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und es geht los. Ich hoffe, dass der Ton ein bisschen okay ist. Ich habe noch die Pocket 2 mit dabei und auch die Hero 9 und zu guter Letzt sogar noch die Mini 2. Nur da es gerade eben ein bisschen angefangen hat hier zu schneien, dachte ich mir, ich mache die Pocket 2 noch nicht vorne mit drauf, da sie ja nicht wasserdicht ist, nicht wassergeschützt. Und so habe ich die jetzt noch nicht hier dran. Das werde ich dann gleich noch machen, falls das Wetter jetzt so bleibt hier. Ja, und dann filme ich das jetzt erstmal nur mit der X2 und mal schauen, ob man den Ton einigermaßen da noch gebrauchen kann. Okay, jetzt machen wir es mal wieder ein bisschen aus. Dann unseren Turm sehen, den Fernsehturm. Ja, schade, dass der Schnee wieder aufgehört hat. Ich hatte mich schon darauf gefreut, hier so ein paar Szenen mit Schnee zu bekommen. Fallen im Schnee. Aber vielleicht setzt das ja nachher nochmal ein. Wir haben ja Zeit. Ja, und wie du sehen kannst, hat jetzt auch ganz leicht wieder etwas Schnee eingesetzt. Das ist mehr so ein körniger Schnee, so ein Grieselschnee. Aber besser als nichts. Immerhin etwas. Okay, bin jetzt doch mal ein klein bisschen anders gegangen, als ich eigentlich ursprünglich vorhatte. So, dass wir jetzt ziemlich direkt auf den Turm zu laufen. Den seht ihr da. Und hier auf der rechten Seite ist dann noch ein Lidl. Der ist sogar heute offen. Hier an der Küste, wegen Kurgebiet, sind die Öffnungszeiten ja etwas besser. Okay, ich fahre die X2 nochmal aus, dass wir den komplett übersichtlich. Meine Angel hier wieder eingeholt und gehen wir jetzt hier runter, so kommen wir auch zum Schlosspark. Das ist halt auch eine Ecke,
die ich euch so noch gar nicht gezeigt habe. Hier in der Stadt. Da vorne wird ein Schneemann gebaut. Kann nicht reichen. Die Reste vom Schnee noch dafür. Ganz interessiert. Auf dem Rückweg kann ich dann einen anderen kleinen Stichweg nehmen da. Okay. So, und jetzt sind wir hier auch schon gleich beim Schlosspark. Und zwar ist das dann der Eingang mit dem Monument, mit dem Kriegerdenkmal. Das mit der Pyramide. Das hatte ich euch ja auch schon mal in einem Video vorgestellt. Da gehe ich jetzt mal rein. Sieht alles ein bisschen anders jetzt hier aus als früher. Ich war hier lange nicht. Schau ich mir das mal an. Ja. Und dann muss ich mir auch irgendwo ein nettes, trockenes Plätzchen suchen, dass ich die ganze Sache hier mal ein bisschen umbauen kann. Dann auch die Aufnahmen von meiner Pocket 2 wieder zu bekommen und den Ton vor allen Dingen. Das ist ja noch fast wichtiger. Vielleicht mache ich sogar noch mal meine Ansprache neu, da ich nicht genau weiß, wie die Aufnahme geworden ist vorher. Gut, jetzt haben wir hier das Kriegerdenkmal. Da gehen wir jetzt drauf zu und danach schauen wir mal, was wir noch finden. Und dann sind wir hier auch schon wieder angekommen beim Kriegerdenkmal. Am Anfang des Schlossparks. Und am Anfang oder Ende, wie immer man das sehen möchte. Gut, ich werde dann jetzt die X2 erstmal wieder stoppen. Und mein ganzes Equipment umbauen. Und dann geht es gleich weiter.